Moin aus Berlin und herzlich willkommen zurück hier auf der Mühlenkreis Mittelland. Ja, genau, das ist unser Hof. Wir haben gestern, nee, in der letzten Folge, ja, gestern, wann auch immer, haben wir gedroschen, wir haben verkauft, wir haben 21, was hatten wir denn, 100.000, 21.000, fast 22.000 Euronen damit gemacht. Jetzt wollen wir mal gucken, ich wollte ja Ballenpressen, oder? Gucken, ob wir überhaupt eine Ballenpresse haben. Aber das sieht erstmal nicht danach aus, wa? Müssen wir den Kram so einsammeln? Kann man Stroh eigentlich verkaufen? Wenn ja, wohin? So, da. Weil im Moment brauchen wir ja noch nicht wirklich Stroh am Viehhandel. 101 für 1000. Ja, okay, komm, müssen wir das damit einsammeln. Das hilft ja nichts. Und dann mal schauen, wo wir damit bleiben. Wie gesagt, ich hätte gerne Ballen gemacht, aber ich möchte jetzt auch von dem Büschen Kohle, was wir hier haben, nicht unbedingt. Ja, ich will mal probieren, ohne was reinzucheaten, was zu machen. Mal schauen, wie weit wir kommen. Cool. So. Vor allen Dingen. Wo wir den Kram nachher lassen. Upsala. Umichen, geh ein bisschen schneller. Ja, hier in-game sind wir tatsächlich noch auf dem gleichen Tag. Das ist, aber es hat halt gedauert, das Ganze noch. Wir haben zwei Felder halt abgeerntet. Haben das Getreide verkauft. Ich würde sagen, was sammelt er denn da jetzt ein? Habe ich schon gesagt, Pickup senken. Okay, jetzt macht das. Und vor allen Dingen wollen wir mal sehen, wohin mit dem Zeug. Also wir sammeln es jetzt erstmal ein. Können es natürlich auch verkaufen. 101 pro 1000. Nehmen hier auch jeden Fatzel mit tatsächlich. Pro 1000. Schon mal 6000. Aber ich glaube, wir verkaufen das. Ich nehme hier echt jeden Krumen dann auch mit. Deswegen werde ich das Feld dann auch ein paar Mal abfahren, würde ich sagen. Ja, und später holen wir uns dann auf jeden Fall mal eine Ballenpresse. Würde ich auch sagen, dass wir auf dem Feld dann tatsächlich wieder Getreide anbauen. Dass wir das erstmal fertig machen, gut für Dünger und so weiter, werden wir natürlich wohl oder übel was ausgeben müssen. Da führt wohl kein Weg dran vorbei. Ich bin jetzt gerade schlecht im Kopf rechnen und ich überlege, was dabei rauskommt. So klein ist dieser Ladewagen gar nicht, wie er aussieht. Jetzt gerade mal zu 60% voll. Ja, wir verkaufen das. Mal schauen, wo der Viehhändler ist. Weil im Moment haben wir noch keine Tiere. Und warum sollte ich das Stroh dann behalten?
Ja, Spur nicht ganz getroffen, aber irgendwas ist ja immer. Sammelt überhaupt noch irgendwas ein? Ja, tatsächlich. Ja, in diesem Fall stimmt es, ne? Jedes Strohkörnchen, sage ich jetzt mal, ist Geld. Oh, wir könnten. Ich sehe gerade, wir könnten Siliermittel reinpacken. Die Frage ist, ob sich das rentiert, ob sich das so für, ob sich das lohnt. Was kostet denn Siliermittel? Was wollen denn die hier auf der Karte haben? Paletten. $2.990. Pass mal auf. Ich werde mir das mal aufschreiben. So, Silaia. Oder was ist das für ein Zeugs? Ist doch Siliermittel, oder was soll das darstellen? Jetzt Siliermittel auf, sind hier Palette. Kein Beizmittel. Grüne Flaschen. Flüssigdünger, das sind Säcke, damit haben wir nichts zu tun. Big Packs? Irgendwas? Nee, das muss Siliermittel sein. Wir müssen mal eben gucken. Pöttinger Faro. Was? Kartoffeltechnik. Ladewagen. Das ist der hier, den wir haben. Siliermitteltank, genau. Also kommt Siliermittel rein. Also ich habe mir das mal aufgeschrieben. Wir machen den hier jetzt mal voll, verkaufen das und schauen wir mal, was dabei rauskommt. Und dann werde ich unter Umständen mal eine Palette Siliermittel holen. In der Hoffnung, dass wir mehr bei rausgehen. So, pass auf. 100% sind voll. Wir haben eben festgestellt, da beim Viehhandel werden eine Markierung setzen. Gucken mal, wo der ist, da hinten. So, 26.000 Liter. $2.600. Richtig, ich hoffe, ich habe richtig gerechnet. Genau, dann kaufen wir mal Siliermittel. Und gucken mal, was dann bei rauskommt. Vielleicht haben wir bei einem Anhänger ja die das Ganze dann schon raus. So, wo ist jetzt der Viehhändler? Ist er weg. Ich vergesse übrigens immer eins. Da hinten. Ich vergesse übrigens immer eins. Da oben. In dem Kreis, so ein bisschen jetzt links, ist so auf 11 Uhr, ist ja so ein blaues Ding, das blinkt. Daran erkenne ich ja, wo was ist. Aber das hier hat sich auch nicht verändert. Das ist auch alles so geblieben, wie es war. Muss man einen Schluck Kaffee nehmen. Außer dass sich hier die Produktion teilweise verändert haben. So. Ja,
Ja, aber so ein bisschen schnarrt ist immer das Lenkrad. Das ist leider so. Aber nach verschiedenen Tests, ich habe mir das mal so durchgeschaut, ist es so, dass wohl zahnradgetriebene Lenkräder noch schlimmer sind. Frage ist, ob wir Aufträge machen sollten oder ob wir uns nicht lieber... Wow. Was ist hier denn? Hier kannst du noch einen Hof hinbauen. Kann vielleicht später eine Rinderzucht machen. Oder ob man hier... Ich sag jetzt mal, lieber noch ein Feld kauft und das bewirtschaftet und... Ja, keine Ahnung. Wollen wir mal schauen, was es für Aufträge gibt. Ich werde jetzt hier erstmal rückwärts ranfahren, glaube ich. Ich glaube, der Johnny ist fast schon ein bisschen schwach auf der Brust hierfür. Ich weiß nicht, wie der andere ist, den wir da haben. Könnte man bei Gelegenheit auch mal austesten. So. Hier ist ein Trigger, hier kann Stroh rein. So, jetzt gucken wir mal, was wir kriegen. Das muss ich mir gleich genau anschauen. ...2634. So, jetzt... Kaufen wir uns minus Umweltvergütung. Ja, das kann, da kann ich aber ja nichts dafür. Wenn diese Felder, ganz ehrlich, du kommst hier als junger, nichtsahnender Bauer rein, bist das erste Mal hier am Gange. Das heißt, mit anderen Worten, du hast diesen Hof von irgendjemandem übernommen. Der hat aber im Prinzip nichts gemacht. Das ist jetzt hier das Thema. Du wirst im Grunde genommen bestraft dafür, dass das Feld nicht im guten Zustand ist und so weiter. Und dabei kannst du nicht mal was dafür. Ich hätte es ja jetzt nicht mehr ändern können. Das Getreide war ja reif. Und von daher finde ich es ein bisschen unfair, aber okay. So, wir fahren jetzt erstmal gleich zum Händler und kaufen Siliermittel. Ich muss mal ganz ehrlich sagen, also so gesehen, ich mag diese Karte. Die ist schön gestaltet. Vielleicht sind die Straßen immer so ein bisschen zu weit geradeaus. Aber wenn man das Ganze so ein bisschen noch ausbaut und macht und tut, könnte das noch eine interessante Kiste werden. Vielleicht wird man den Hof wieder so bauen, wie man ihn in dem 19er mal gehabt hat. Ich muss mal schauen, was es noch so für Gebäude gibt. Dass man das noch ein bisschen umgestaltet, weil wenn man hier alleine auf der Karte ist, ist es doch... Alles relativ riesig. So, pass auf. Den Hof allerdings, da hätte ich mir schon gewünscht, dass er den ein bisschen größer baut. So, Weizenmittel. Da ist es, der Mittel. Kaufen, ja. Da steht das Zeug. Können wir jetzt den Siliermitteltank mal auffüllen. Siliermittel hat jetzt 2.990 gekostet. Okay. Es ist ein Karton draufgegangen. Das heißt, wir haben gut 10... Achso, ich muss mal eben ganz kurz gucken, was ist denn da überhaupt? Ja, Entschuldigung, dass ich... Ich will das jetzt hier ganz genau wissen. Das sind 60 Liter. Das heißt, das reicht für 6 Ladungen. Richtig? Wohl so, würde ich mal behaupten. Hups, hat er sich hier rausgekegelt. Bin gleich wieder da. Okay.
Also. Ich weiß gar nicht, warum der rausspringt. Normalerweise sollte er das gar nicht machen, aber ich. Ach so, mit. Warte mal. Ich probiere mal ganz kurz was. Alt und Tab springt da raus. Das macht also keinen Sinn. Nee, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Also, Fakt ist, ich brauchte mal kurz meinen Rechner. Ich bin im Kopfrechnen, muss ich ganz ehrlich sagen, war ich immer schon schlecht. Und das hat sich jetzt auch im Alter nicht gebessert. So, wir bezahlen jetzt pro, wir runden mal auf. Wir bezahlen für eine Füllung für 10 Liter, bezahlen wir ungefähr 500 Euro. 498,33 sind das. Sagen wir 498 Euro. So. Damit kriegen wir sechsmal diesen Ladewagen hier voll. Und 2634 haben wir bekommen, ohne dass wir Siliermittel drin haben. Jetzt gucken wir mal, wie der Ertrag jetzt ist. Normalerweise müsste der Wagen an dieser Stelle jetzt tatsächlich schneller voll sein, nehme ich mal an. Weil, wenn der Ertrag besser sein soll, es lässt sich jetzt schwer sagen, ob wir das, was wir hier reingesteckt haben, wieder rauskriegen. Ich hätte eben schauen müssen, wie viele Bahnen wir gefahren sind. Das wäre, glaube ich, gut gewesen. Könnte es aber auch so ein bisschen am Zeitlimit festmachen. Weil wenn er jetzt schneller voll wird. Dann haben wir auf jeden Fall irgendwo Plus oder sowas. Und wir fahren ja immer so ein bisschen chaotisch hier übers Feld. Warte mal. Was ich aber auch wohl anscheinend jetzt gerade sehe, es ist Siliermittel drin. Wirkt sich das aber anscheinend hier beim Stroh nicht aus. Oder? Sind immer noch 10 Liter Siliermittel drin. Wir haben nicht einen Deut Verbrauch davon. Gut, also sprich, bei Stroh greift es nicht. Sieht zumindest danach aus. Wäre das später für eventuell. Ich muss mal gucken. Ich glaube, wir haben eine Wiese für Grassilage oder sowas. Also bei Stroh greift dieses Siliermittel offensichtlich nicht. Ich habe das aber auch so noch nie ausprobiert bei Heu, bei Stroh, muss ich ganz ehrlich sagen. Habe ich jetzt die ganze Zeit Heu gesagt? Wollte Ballen pressen. Dann wirst du dieses Siliermittel ja auch nicht wieder los, ne? Das liegt da ja jetzt auf dem Hof. Gut, es frisst kein Brot, aber. Schade. Aber gut, hätte mir eigentlich auch klar sein können, dass das. Ja gut, im LS muss einem nichts klar sein. Aber ich habe auch noch nie irgendwo gehört, wo sich das überhaupt drauf auswirkt. Nee, es wird nicht verbraucht, von daher. Keine Auswirkung auf irgendwas. Ja, es ist eine kuriose Fahrweise, ich weiß. Aber ich möchte hier jeden Fitzel weghaben.
Und von daher fahre ich so ein bisschen, ja, ne? Ihr wisst, was ich meine. Ja, das nächste Thema wäre eben, ob wir Aufträge machen. Ne, ich mache erstmal unsere eigenen Felder fertig. Es nutzt ja nichts. Das heißt, ich werde hier schon mal eine Ladung kalken müssen. Wir werden. Weiß gar nicht, ob wir dieses Isaria drin haben. Sieht aber nicht danach aus. Das hätte er uns aber spendieren können, hier der Modder. Oder so ein schönes System am Start haben. Ja, also Siliermittel bei Stroh, Fehlanzeige. Egal, stellen wir uns in den Schuppen. Mal sehen, ob wir überhaupt sowas wie eine Gabel haben. Aber mal ganz ehrlich, ich habe also nicht nur in meiner alten Heimat, man mag sich jetzt drüber lustig machen, wie ich hier über die Felder gurke, aber ungelogen, ich habe in meiner alten Heimat und auch anderswo schon Felder gesehen, wo du dich auch fragst, wie ist der darüber gebügelt. Das sah schon zum Schießen aus, muss man ganz ehrlich sagen. So, wir fahren wieder Richtung, das war hier geradeaus weiter, ne, ja. Schluck Kaffee nehmen. Was ich auch für eine Angewohnheit habe, auch als Kind schon, immer heute immer noch. Außer ich bin irgendwo zum Kaffee trinken eingeladen oder sowas, aber wenn ich zu Hause bin, ich habe grundsätzlich den Löffel in der Tasse. Richtig hier? Nee. Doch. Bin ich jetzt blöd oder was? Natürlich bin ich blöd. Scheiße. Ah, Himmel, Herrgott. Ich hätte abbiegen müssen. Oder? Ne, in die andere Richtung nur fahren müssen. Wäre nicht das Verkehrteste gewesen. Komm hier, da es nicht unser Feld ist, haben wir hier auch keine Fruchtzerstörung. Was ist hier überhaupt drauf? Sojabohnen. Was kostet das Feld, wo wir gerade drauf sind? Wo denn überhaupt? 56, 71, 121.000 will er dafür. Achso, konnte er schon. Was? 153.000. Gut, haben wir im Moment noch zu wenig. Aber das wäre natürlich auch so ein Feld. Ich glaube, mit Sojabohnen kann man auch ein bisschen was anstellen. So, wie lange waren wir heute? Wieder eine Stunde oder was? Guckt sich doch kein Mensch an, aber egal. Was mich gerade wundert, als ich eben rausgetappt bin aus dem Spiel,
dass OBS nicht gesagt hat, oh, out of range. Das mag unter Umständen damit zu tun haben, dass, wenn man jetzt aus dem Spiel so raus, also aus diesem jetzt raus tappt, dass die Bildschirmeinstellung erhalten bleibt. So. Jetzt sind wir richtig. In welcher Ecke sind wir denn? Frotheim? Okay. Gestringen? Frotheim? Boah, Hille oder Südhämmern? Eins von beiden kommt dann als erstes. Bin mir gerade nicht sicher. Ich musste mal eben schauen, in welcher Ecke wir uns in etwa befinden. Also Frotheim ist von meinem alten Heimatort nicht so weit weg. Also auch nur ein Nest. Ist natürlich noch viel Land, aber was auch dort auffällt, es werden natürlich immer mehr... mehr Häuser und dergleichen gebaut. Ich will mal ganz kurz was nachschauen. Ich will nichts bauen, aber ich will mal ganz kurz was nachschauen. Und zwar, wo ich hier die Deko, die Bäume, die Deko unten sehe. Oh, das ist schön. Guck mal. Hier sind viele schöne... Das interessierte mich nämlich. Hier sind viele schöne Texturen drin. Richtig schöne saftige Grastextur fehlt mir zwar, das müsste, das ist Matsch. Asphalt, ja, Beton ist falsch, das sind, ne, das ist auch kein Beton, das auch nicht, das da ist Beton. Na gut, man kann auch alles als Beton bezeichnen, das geht natürlich. Waldboden, Gras, Schotter. Auch kein Beton, das sind diese Gittersteine. Hier, Pflastersteine, hier auch Pflastersteine. Warum kann man das nicht entsprechend benennen, was ist bei Pflanzen unterwegs? Mal abgesehen davon, okay, gibt es also Blumen, die man setzen kann? Jetzt mal abgesehen von den Mods, die wir hier drin haben. Bäume, das dürfte so der Standard sein. Ja, das sind eigentlich sogar weniger als normal. Okay. Gut, mehr wollte ich gar nicht wissen. Ich fürchte, wenn ich hier reinfahre, vorwärts, ich da nicht wieder rauskomme aus der Nummer. Das hier war auch die Karte, wo ich damals gerne den Tri-6 eingesetzt habe. Felder, gerade wenn man die großen Felder hat. Man fahr doch einfach. So, 2646 nochmal. Oh, wir haben. Hä? Ja. Dafür kann ich nichts. Da
Normalerweise habe ich da immer Plus stehen, Plus Umweltbonus. Ja, wir werden da definitiv, wir werden düngen müssen. Und das Problem ist, wir bräuchten eigentlich die Sensoren auf dem Traktor, um dieses Precision Farming zu nutzen. Und das ist hier offensichtlich nicht verbaut. Frage wäre jetzt an der Stelle, wenn wir unsere beiden Traktoren, die wir haben, verkaufen und uns dafür, ich sag jetzt mal, auch wenn er zu groß sein mag, den Deutz 11 beispielsweise holen, mit Sensoren und so weiter und so fort, ob wir dann entsprechend besseren Umweltbonus bekommen, weil an diesem Traktor ist das Ding ja anscheinend nicht dran. Den jetzt nachrüsten, ich weiß nicht. Das wird es wahrscheinlich nicht bringen. Mal gucken, ob der andere das hat, aber ich glaube, ich befürchte mal nicht. Gut, das wird uns für dieses Feld jetzt nichts mehr nutzen, das ist schon klar. Aber ich glaube, wenn wir den Dünger und Kalk und sowas hier aufbringen, macht es, glaube ich, schon Sinn, wenn wir entsprechend die Sachen haben, dass wir Bodendaten haben. Gut, da können wir die Karte verkaufen. Das ist nicht das Ding. Gülle haben wir nicht. Noch nicht. Das ist jetzt echt eine Überlegung. Nur noch eine große Maschine. Erstmal. Aber mir fällt gerade ein, dieses in die falsche Richtung fahren, das habe ich damals schon immer gehabt. Dass ich grundsätzlich, egal wo ich hin wollte, ich bin immer in die falsche Richtung gefahren. So, mitnehmen. Lassen hier nichts liegen. Die Spur mal weg. Hinten liegt noch was rum. Hab mir jetzt nicht ausgehoben. Nicht alles aufgenommen, ne? Seht ihr das? Die Hälfte da noch rumliegt. Mal schön aus der Vogelperspektive Drohnenaufnahme. Eieieiei. Guck mal, der zieht auch nicht mehr vernünftig hier bergan. Das ist eigentlich der. Ja, ich muss mir den anderen mal angucken. Also der ist eigentlich viel zu schwach hier.
weiß nicht, ob der andere, den wir haben, ob der kräftiger am Start ist. Warum nimmt er hier die Scheiße nicht auf? Im Singleplayer unterwegs. Und also nichts zu synchronisieren, außer mit der Karte. Er lässt die Hälfte hier liegen. Alles haben. Jeden Krumm, jeden Halm. Von der Performance her ist der hier völlig daneben, ganz ehrlich. Der ist nicht schön. Gefällt mir nicht. Müssen wir echt gucken, was wir machen. Meine gute Traktor. Sag mal, kannst du jetzt vielleicht mal dieses Scheißstroh hier wegnehmen? Ist das vielleicht mal möglich? Oder nicht? Unglaublich. Schon kaputt oder was? Ich komme gleich, fahre ja gleich nochmal zurück. Das ist manchmal so ein Phänomen, wenn die Felder nicht hundertprozentig glatt sind, dann passiert das auch. Und was das Synchronisieren angeht, hat LS sowieso ein Problem. Das sieht man auch beim Kalken teilweise. Gerade bei diesem Precision Farming, dass da manchmal Stellen sind, da kannst du 100.000 Mal drüber fahren, die werden nicht weiß. Sie haut hin. An den mal so an. Jetzt ist der Krempel weg. Junge, Junge. Kann sich so ein bisschen Stroh dermaßen zieren. Warum das hier liegt, weiß auch kein Mensch. Oh, hier ist noch ein Flusen. So, alles weg? Also hier vorne, ja. Das sieht gut aus. Gut. Können wir jetzt hier weitermachen. Die letzten Bahnen. Fahren wir gleich hoffentlich in die richtige Richtung. Würde ich hier tatsächlich erstmal kalken, würde, glaube ich, düngen, erst düngen und dann kalken, mal schauen,
So, jetzt pass auf. Richtige Richtung. Da ist die Windmühle. Links runter. So schaut das aus. Ich sag mal nix, ne? Aber okay. Bisschen. Nur ein bisschen verfahren. So, normalerweise, wenn man jetzt, genau, würde man jetzt einen. Ich weiß gar nicht, warum das manchmal so ruckelt. Es hängt regelrecht. Da irgendwelche Synchronisationsprobleme sind. Nur ich weiß nicht, mit was der synchronisieren will. Der ist auch nicht große Lecks, nicht? Aber man merkt das schon, ne? So. Weiter und schon wieder 47 Umwelt. Ne? Junge, Junge. Ich meine, gut, 47 Euro ist nicht viel, aber ganz ehrlich, wir haben jetzt schon den dritten Wagen hier hin. Ne? 47 mal 3. Ja. Auch 150 Tacken weg. Warum? Weil unser Vorbesitzer hier das nicht gescheit gemacht hat. Er müsste echt mal jonglieren. Da wir alleine sind, brauchen wir grundsätzlich erstmal nur einen Traktor. Wir sollten einen Traktor nehmen, der kräftig ist und wo alle Vorkehrungen für Precision Farming drin sind. Ich denke mal, das ist wichtig. Wir machen jetzt mal Folgendes. Wir nehmen jetzt noch die letzten Strohsachen hier auf. Und dann gucken wir uns das mal an, was wir für den anderen Traktor noch kriegen und ob wir eventuell dann hier unseren Deutz 11 einfach nehmen, weil das ist, glaube ich, mit der kräftigste, den wir hier auf der Karte haben, mal jetzt abgesehen vom Tri-6. Entschuldigung, vom Tri-6. Zwei Traktoren weg, einen ran. Mit dem Isaria, beziehungsweise mit dem Sensor eventuell da vorne vor. Und dass wir dann hier, aber dass wir das nächste Jahr dann machen, hier keine Umwelt, Probleme bekommen. Also diese Abzüge nicht haben. Die habe ich tatsächlich noch nie gehabt, weil ich einfach diese Geschichten echt in das Gerät mit eingebaut habe. In die Gerät. So.
So, hier ist alles weg. Jetzt haben wir noch den anderen Acker. Mit ein bisschen Glück geht das, was da drauf liegt, alles komplett rein. Dann hätten wir noch mal, was haben wir jetzt überhaupt gekriegt? 2,6, ne? Ja. Machen wir 2,6 obendrauf. 128, 129 haben wir dann. Nicht die Welt, aber... Also bei einer Vierfachkarte merkt man jetzt tatsächlich auch mit einer 30, 60 Ti so ein bisschen diese Ruckler. Muss ich jetzt ganz ehrlich mal so sagen. Aber das kann damit zu tun haben, wenn diese Karte nicht abgefahren. Das heißt, im Shader fehlen, beziehungsweise im Shader Cache fehlen noch einige Sachen. Und da ist es am Anfang in der Regel immer so, dass es ruckelt. Das wird sich mit der Zeit geben. Vielleicht sollte ich die Karte nachher einfach mal abfahren. Oder halt, wenn Meister PC oder Lady Windows meint, irgendwas im Hintergrund machen zu müssen. Das kann also dann auch sehr wohl zu Rucklern führen. Beim Rückwärtsfahren merkt man das vor allen Dingen. Ich weiß gar nicht warum. Was ist jetzt beim Rückwärtsfahren anders als Vorwärtsfahren? Außer die Fahrtrichtung. Guck mal, jetzt aber auch nicht. Das ist also nicht immer. Das hängt wirklich noch mit der Synchronisierung der Karte zusammen. So von wegen Blickrichtung und so weiter. Und wie gesagt, und wenn halt im Hintergrund irgendwas läuft. Von dem Feld wäre wahrscheinlich auch nicht so viel zu erwarten, ne? So. So schlecht ist das gar nicht, was ich hier mache. So. Auch so ein Lieblingswort. So. Man kann im Übrigen theoretisch eins, ja, nicht wirklich. Man kann, man könnte ein Single Save Game, was will jetzt mein Handy von mir? Man könnte ein Single Save Game theoretisch in den Multiplayer packen. Funktioniert bedingt. Ich habe mal festgestellt, auf hier auch im 22er, dass ich mich gewundert habe, dass wenn ich so eine Karte im Multiplayer öffne, wo ja eigentlich die Mühlenkreis Mittelland auch tatsächlich für gemacht ist, dass mir dann eben, dass ich dann zum Beispiel keinen Hof habe, wenn ich jetzt zunächst mal alleine starte. Das lässt sich aber tatsächlich beheben. Und zwar, wenn ihr hier jetzt den Singleplayer startet, dann habt ihr auf eurem Rechner ein Save Game. Da gibt es bestimmte Dateien, wie zum Beispiel die Vehicles XML oder die, ich weiß nicht, wie sie alle heißen, also verschiedene XML-Dateien jedenfalls. Die kann man dann einfach nehmen
Man erstellt anschließend dann Multiplayer auf dem Server zum Beispiel. Und kann diese XML-Dateien da einfach austauschen. Das heißt, ihr habt dann im Prinzip ein komplett leeres Multiplayer-Game. Das ist soweit auch okay, weil das ja teilweise doch andere Konfigurationen hat, als wenn ihr im Singleplayer spielt. Aber der Multiplayer weiß, wo er zum Beispiel schon mal Gebäude oder sowas hinzusetzen hat. Ja, weil wenn ich in den Multiplayer reingehe und ich schaue mir oben meinen Hof an, den ich ja hier habe, den ihr ja auch schon gesehen habt, dann ist das Ding einfach leer. Damit kann man dann eben solche Sachen übertragen. Das geht. Wo man ein bisschen aufpassen muss, wenn man im Singleplayer bereits andere Höfe gebaut hat und man hat Landanpassungen gemacht. Das könnte in die Hose gehen. Da gibt es dann nochmal eine spezielle Datei. Da ist auch eine PNG mit drin, die, ich sag jetzt mal, den Landschaftsverlauf, nenne ich es jetzt einfach mal, entsprechend ja, anzeigt. Die Lesesteine zu spät ausgeschaltet. Guck mal, hier ist Hille. Also das soll jetzt Hille sein. Dann geht es Richtung Frohtheim. Alles klar. Wenn man Frohtheim durchfährt und immer geradeaus weiter über den Mittellandkanal. Warte mal, wo ist denn der Mittellandkanal? Kommen wir da überhaupt drüber? Nee, kommen wir nicht. Immer geradeaus weiter, dann kommt man letztendlich über Gestringen. Wiesenstedt ist noch woanders, Gestringen. Dann Stemwede-Destel, Stemwede-Lefern und da bin ich aufgewachsen. Aber das ist hier auf dieser Karte nicht mehr mit drauf. Dies hier ist wirklich diese Gegend hier um Hille, Frohtheim, da die Ecke. Ja, wie gesagt, leichte Performance-Ruck, da haben wir gemerkt, das wird aber definitiv mit dem... Ja, guck mal, hier hätte ich rein müssen. Das hängt definitiv mit den Shadern zusammen, die noch geladen werden müssen teilweise. Denn ansonsten läuft es flüssig, mit höchsten Einstellungen im Übrigen. Also mehr geht nicht. Upsa. Guck mal, da war ein Baum im Weg. Wir fahren gleich mal zum Hof. Die Zeit nehmen wir uns noch. Wir haben jetzt 53 Minuten weg. Und werden das mal angucken, weil der hier ist... Hallo, der zieht ja gar nichts weg. Mal nichts gegen John Deere, aber der hier ist... ja... Mein Gott, und nichts drin in dem Ladewagen. Das Ruckeln ist nicht immer, aber es stört mich weiter. So, nochmal 1700 obendrauf. Jetzt haben wir nur 31 Strafe gezahlt. So. Genau, weil Isaria hat der hier definitiv nicht. Also da müsste man jetzt gucken. Können wir auch mal machen, ob wir das Zusatzgerät eventuell sogar schon liegen haben. Dann wäre das vielleicht okay. Aber dieser Traktor hier, der ist mir so definitiv zu schwach. Und ich mag ja sowieso große Maschinen. Gut,
wobei dieser jetzt wahrscheinlich auch nicht klein ist. Ich habe keine Ahnung so, aber leeren Anhänger zieht er gut. Ach, was haben wir auf dieser Karte schon gemacht? Schaut mal in meine Playlist. Da gibt es den LS19 Mühlenkreis Mittelland. Schaut da ruhig mal rein. Also die Karte, so gesehen, hat sich nicht, wirklich nicht verändert. Außer, dass hier eben, wie gesagt, inzwischen andere Texturen, dass man hier offensichtlich mehr Höfe eingerichtet hat. Und ich finde es schön, dass hier so eine tolle Windmühle wieder dabei ist, die in der Extended Version da aufgebaut wurde. Ich nenne sie jetzt mal, also in der erweiterten Version von dieser Karte aufgebaut wurde. Die hat mir also überhaupt nicht gefallen. War so ein komisches, ich weiß es nicht. Vor allen Dingen war an einer Stelle, da können wir auch mal hinfahren, da war eben Windmühle und daraus erwachsen ein Windrad. Das heißt, das ist, dieses Windrad war dann wie ein Geschwür von dieser Windmühle. Und diese Hofeinfahrt, die war schon immer doof. Ist die gerne mal hängen geblieben. War in alten Versionen allerdings Kiesweg. Also inzwischen hat man hier wirklich... Mit dem Haus, das finde ich vielleicht ein bisschen schade. So, pass auf. Wir gucken mal eben, was wir noch im Stall haben hier. Also. Heuwender und Schwader. Mähwerk. Soweit, so gut. Da steht Schaufel. Und eine Ballengabel. Oder eher doch Duke. Hier ist der andere Traktor. Es ist eine Sämaschine. Da, wieso haben wir zwei? Das sind zwei verschiedene. Da muss ich nochmal gucken, was das im Einzelnen ist. Das hier ist für Gift. Hier ist der zweite Traktor. Da gucken wir gleich drauf. Ja, das war's auch. Mehr haben wir nicht. Wir haben nicht mal einen Kalkstreuer am Start. Wir haben in diese Richtung gar nichts. Das ist aber armselig. So, gekaufte Gerätschaften. Kompakt und einen mittelgroßen Traktor haben wir. So, das heißt, der da hat noch weniger PS. 175 PS, stufenlos. Okay, Escape. Mittelgroßer Traktor. 175. Beide gleich viel PS. Warum? Klein und... Also die beiden schon mal weg, auf jeden Fall. So oder so. So, Autos, Anhänger ist okay. Schneidwerke, Pflüge. So, dann haben wir einen Grubber. Okay. Dann haben wir eine Kreiselegge. So, mit dem ganzen Zeug. Sätechnik, Einzelkorn-Sätechnik. Okay, so weit, so gut. Dann haben wir hier eine Spritze, einen Miststreuer und Güllefass. Das ist soweit auch eine Mähtechnik. Wender, Schwader, habe ich schon gesagt. Ladewagen, Frontlader, Frontlader, Werkzeuge. Okay, Gewichte. Wir haben... Ballenspieß und wir haben eine Universalschaufel. Gut. Wir haben keine Palettengabel. Das müssen wir jetzt mal aufschreiben, was wir brauchen. Also ohne Palettengabel. Von Precision Farming in dem Sinne haben wir gar nichts. Die Giftspritze... Ist jetzt so ein Ding, ob ich da nicht lieber striegeln will. Ich glaube, die Zeit haben wir, weil wir so weit nicht vorspulen werden. Also die Giftspritze würde ich tatsächlich verkaufen. Mit diesen beiden Traktoren zusammen. Frage ist jetzt, warte mal, wenn ich den hier jetzt verkaufe, 80.000.
Und für Uette 104.000. So. Wenn ich die Giftspritze noch mit verkaufe, nochmal 30.000. Das ist alles nicht die Welt. Aber dieses ganze Zeugs hier. Luke, was hat denn der für eine Arbeitsbreite? 2,5 Meter. Boah, Leute. Ich würde fast vorschlagen, Schwader, Wender, Mehrwerk, Miststreugülle, dass das behalten war. Ballenspieß, ja gut, der frisst jetzt kein Brot oder sowas. Aber ich würde tatsächlich das meiste davon erstmal komplett verticken. Das machen wir über den Händler. Flug weg, das Auto weg. Hier die Sättechnik weg. Und dass wir uns komplett neu aufstellen, eventuell auch einen Kredit aufnehmen, dass wir da mal schauen. Und dass wir vielleicht am Anfang Geräte mieten, wie auch immer. Manche Sachen würde ich behalten, wie hier jetzt zum Beispiel den Anhänger. Den Mähdrescher können. Gucken. Bringt auch nicht, wenn nicht mehr viel. Was kosten denn überhaupt neue Geräte? So, gucken wir doch mal ganz kurz bei den Großtraktoren. Fendt 280.000, das sind also Dinge, die wir zusammenkriegen. Das wäre jetzt nicht das große Thema. Da unten werden sie teurer. Wo ist denn der Deutz 11 Prototyp? Knappe 300.000, also die würden wir zusammenkriegen. Der Tri-6, nicht schlecht, aber auf Dauer zu groß. So, den hier könnten wir zum Beispiel Breitreifen und Gewichte. Ist ein Riesending, ich weiß, aber okay. Reifenzaun würden wir natürlich reinnehmen. Innenraumfarbe hellgrau lassen wir. Kotflügel Standard. Innengeneration neu. Und umleuchten. Ah, links und rechts Warnschilder, nein. Dieses Isario auf jeden Fall. GPS können wir reinbauen, ich nutze sowieso nicht. Das müssen wir anpassen, das wäre dann MI. Aber das kostet jetzt nicht unbedingt Geld. So, und wenn wir den dann nehmen, dann wären wir für diesen Traktor 300, runden wir auf 354.000. Ungefähr das Doppelte von dem, was wir jetzt haben. Gerätschaften würde ich wahrscheinlich sogar erstmal mieten. Das heißt, beim Flug könnte man auch mal gucken. Also mit so einem Popel-Ding hier brauchst du gar nicht erst anfangen. 1,2, die sind noch kleiner. Das da ist zwar nicht wirklich einer, aber der hat 18 Meter. 2,5. 6 bis 9 Meter. Untergrund lockerer. Die sind alle nicht sonderlich groß, ne? 6 Meter. Ja, auch wenn er vielleicht zu groß ist, ich würde wahrscheinlich sogar auf den hier gehen, so für 120.000 in etwa. Könnte man aber auch kurz mieten für die ganze Zeit. Also ich glaube, das gehen wir mal in der nächsten Folge tatsächlich an, dass wir hier Sachen einfach mal verticken, weil was sollen wir mit dem ganzen Zeugs? Das ist die Traktoren, wie gesagt, zu schwach, dass wir erstmal diesen großen Traktor haben und so nach und nach diese Dinge dann wieder reinholen. Mähtechnik. Mähdrescher. Mähtechnik.
Da ist ja auch nur der Big M drin. Das Ding ist irgendwie, ich weiß nicht. 380.000 ist eine Menge Holz. Da würden wir wahrscheinlich erstmal mit dem Mähwerk hinkommen, was wir haben. Also Heutechnik, das würden wir behalten. Ballenpresse irgendwie. Das müssen wir sehen. Gucken wir in der nächsten Folge. Wir haben schon überzogen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und sage dann erstmal ciao, ciao, bis nächste Woche. Tschüss.